Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator. Jetzt sind wir bei der Bank angekommen, denn es ist soweit, wir wollen uns einen LKW kaufen. Dafür holen wir uns einen 100er Kredit, noch ein 100er Kredit. Das sind 8000 pro Tag, die wir jetzt zahlen müssen, haben aber dafür 300.000. Dafür müssen wir aber erstmal unser Firmenmanagement öffnen, Garagemanagement in Metz, unsere Firma, aufrüsten. 180. Da können wir jetzt zwei LKWs reinstellen und zwei neue Fahrer. Und der Slammer natürlich. Das sieht geil aus. Wieder, Alter. Black Horses. Und die Asphaltfräse hinten drauf. Da haben wir unsere größere Firma. Ist ja für uns nichts Neues, die haben wir ja schon öfters gesehen. Ja, bestimmt auch schon tausendfach. Gegenüber von Postbeat. Die sind wir damals ganz am Anfang sehr, sehr aufgefahren, finde ich. Großes Haus noch dazu. Zum Glück brauchen wir hier kein Management noch einfügen. Das wäre noch schrecklich. So, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, uns einen neuen LKW zu holen. Eigentlich wollte ich einen Scania holen. Den Scania... RS. Problem an der ganzen Sache ist, nicht RS, sondern Scania Line S, ihr wisst schon, wen ich meine. Problem an der ganzen Sache ist bloß, der ist ab Level 25 da. Mercedes-Benz habe ich nur zwei zur Auswahl, Iveco möchte ich nicht, deswegen, also eigentlich, ich habe noch nicht beim Iveco nachgeguckt. Doch habe ich. Deswegen, ich möchte einen Volvo, so wie wir jetzt haben. Deswegen besuchen wir jetzt den LKW-Händler, holen uns. Frage ist natürlich, welchen jetzt von den beiden. Hier ist Unterschied am Getriebe. PS-Teil hat sie nicht und Fahrwerk. Da ist meine Maus immer wieder spinnt, ich weiß nicht. Guck mal, hier dran nicht, können wir nicht ändern, okay. Die müssen wir aber noch einiges ändern. An dem hier. Nee, am blauen oder? Wir ändern hier die Ausführung. Fahrerhaus ist natürlich den größten. Wir haben ein Fahrwerk 6.2, möchte aber den Taktlift haben. Motor haben wir auch den schwächsten noch drin. Da kommt natürlich ein 700er PS rein. Natürlich ein besseres Getriebe. Innen haben wir noch den Standard. Ab 12 gibt es dann das Exklusive. Was machen wir hier draußen dran? Gute Frage, den finde ich immer noch relativ lustig. Da bin ich nicht so der Freund, das sieht komisch aus. Nur some blue. Midnight. Dancing of Per... Das ist neu. Per Via France ist es mit drin, ne? Den würde ich nehmen, ja. Weil den Rest haben wir noch nicht. Und das sieht eigentlich relativ okay aus. Nur... Ne, ich möchte gelb. Sind gelb, das sieht nicht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nehmen wir das so. Ringsherum machen wir natürlich noch lackiert. Hier oben nehmen wir uns, das ist unser eigener LKW jetzt, machen wir den hier dran. Hier kommt natürlich jetzt Geld natürlich dran. Marker. Hier ringsherum rot.
Und hier machen wir den linken Marker dran. Reifen haben jetzt natürlich auch einen Unterschied, das ich nämlich geil finde, mit der Lautstärke und dem Verbrauch von allem möglichen. Die können wir sogar lackieren. Nee, möchte ich nicht. Holen wir uns noch die Felgen dazu. Ja, den Runner. Standard Loses. Sieht schon geil aus. Immer den hier, Standard Lose. So, die andere Seite hat sich ja gleich mitgeändert. So, die nehmen wir natürlich auch mit Lack. Müssen auch mit Lack sein. Ich weiß nicht, das gefällt mir überhaupt nicht so ein... Ah, das sieht schon okay aus. Den nehmen wir auch mit lackiert. Sieht der schon besser aus. Aber natürlich, der Original Luxury hat natürlich was. Aber der ist lackiert, deswegen sieht er schon geil aus. So, was haben wir hier drin? Hier kann man ein bisschen Dash hinstellen. Kommt uns sehr von Rocket League. Zwei Autos hin. Hier wollen wir nicht haben. Nee, will ich eigentlich nicht. Nee, ein Christmas Dings will ich auch nicht. Da war es das schon also an dem LKW. Mehr kann man nicht machen. Noch nicht. Aber wir sind natürlich teurer als wir dürfen. Müssen wir mal gucken, was können wir vielleicht ändern. Aber wir müssen jetzt wie viel müssen wir runter? Na warte, sieht das eigentlich geil aus. Dann müssen wir noch mal kurz zur Bank gehen und dann machen wir das mal schnell nochmal.
So, jetzt haben wir das nochmal schnell gemacht. Wir sind jetzt bei 193.000, das reicht vollkommen zu. Gehen das in den Wagen. Achso, der Wagenkorb ist das, okay. Bestätigen das. Hier ist unser schöner LKW, den wir ab sofort jetzt erstmal ein bisschen fahren werden. Kaufen den natürlich. Ja, den fahren wir natürlich selber, das ist unser eigener. Das Bild hat sich auch genannt, ich weiß nicht seit wann. Wir haben aber lange nicht mehr gemacht, gefahren. So, und da ist unser LKW mit einem Grafikbug im Hintergrund, das freut uns natürlich. Und ich würde mal sagen, wie wir ja doch läuft, das werden wir im nächsten Part sehen. We are la France. Wir sind ja auch Franzosen. Mit Metz, ne, wir sind Luxemburger, glaube ich. Ein neuer Volvo, der steht uns jetzt bereit. Der andere, der wurde jetzt überführt nach Dings rüber. Wir werden noch eine Sache schnell machen. Die Musik passt gerade dazu. Schaut euch die Qualität von dem Spiel an. Von dem LKW. Ist doch einfach nur Hardcore. Eine Sache werden wir jetzt noch machen in diesem Part. Und zwar gehen wir Arbeitsagentur. Ja, Metz, wir sind noch Franzosen. Deswegen so. Fahrer einstellen. Guck mal. Große... Okay. 1500 wollen die. Guck mal. Sparsam, der kann auch weit fahren, kann auch Spezialfracht fahren. Und zerbrechliche. Gefahrengut hat er nichts. Das ist eigentlich sehr gut, weil Sparsam ist immer gut. Da möchte 376 plus 1075. Ja, ich glaube, den können wir doch schon nehmen, bin ich einverstanden. Gut, hier geht es natürlich billiger. Aber ich glaube mal, der ist schon recht gut. Der darf in Metz aber unseren alten Volvo fahren. Mal gucken, ob er natürlich jetzt auch gutes Geld für uns einnimmt. Na, guck mal, nächsten Part auch mal irgendeine Frachtende kurz finden. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen in diesem Part. Hier sehen wir nochmal unseren LKW, also ein Volvo VH16 mit Midlift. Und bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.